Bis in den Süden Indiens ist er gereist, in den Bundesstaat Kerala auf der Suche nach Fachkräften. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Am Flughafen trifft er am Mittwoch seinen Kollegen aus Kerala. Dann geht's weiter zur Firma iWorks. Dort trifft Heil IT-Studenten und junge Menschen, die Deutsch lernen, um hierzulande arbeiten zu können. Unter anderem in der Automobilbranche. Dem Minister stimmt das hoffnungsfroh. Die indischen IT-Spezialisten sind ja fast sprichwörtlich geworden. Die haben aber auch beispielsweise Pflegekräfte und Handwerker, die nach Deutschland kommen können. Also das ist eine Win-Win-Situation für Indien und für Deutschland. Genau darauf hoffen auch die Umworbenen. In Deutschland gibt es so viele Möglichkeiten und freie Studienplatz. Das System ist besser als in Indien. Und die Standard of Leben ist auch besser. Ich habe gehört, dass die deutschen Leute sind sehr hilfreich und freundlich sind. Wer von Ihnen möchte sich eine Zukunft in Deutschland aufbauen? Okay, das stimmt mich jetzt recht froh. Hoffentlich nicht zu früh, denn da war doch schon mal was Anfang der Nullerjahre. Die gefloppte Green Card für IT-Experten aus Indien. Doch diesmal ist es ganz anders, versichert Heil. Schließlich gäbe es nun ein modernes Einwanderungsgesetz. Und wir heißen Fachkräfte herzlich willkommen. Und Indien hat ein großes Potenzial für uns. Auch als Handelspartner natürlich. Und das ist noch ein Grund für Heils Reise nach Indien. Sozusagen Teil einer Charmoffensive der Bundesregierung. Zu der gehört auch Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der ist zeitgleich mit Heil in Indien unterwegs.